50 Jahre Airbus. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erfolgsgeschichte. Was am Anfang belächelt wurde von Boeing und unseren amerikanischen Freunden, hat sich in den letzten Jahrzehnten wirklich zu einem der Aushängefirmen auf dem europäischen Kontinent entwickelt. Unterstützt von vielen mittelständischen Zulieferern, forschend in der Spitzentechnologie, ist Airbus heute im Bereich der Innovation, im Bereich Space and Aviation, einer der ganz großen Akteure auf diesem Planeten. Wir als Politik wollen diesen Kurs weiter unterstützen. Wir wollen Luft und Antrieb unter die Triebfedern von Airbus geben. Wir wollen diesen Luftfahrtstandort Deutschland und vor allem auch unsere Komponenten innerhalb der Europäischen Union weiter ausbauen und im globalen Wettbewerb stärken. Und deswegen haben wir seit 1995 mit dem Luftfahrtforschungsprogramm ein Instrument entwickelt, wie wir diesen Luftfahrtstandort Deutschland verstärken wollen, wie wir ihn im Bereich Innovation stark machen wollen, damit wir auch in Zukunft weiter die Erfolgsgeschichte von Airbus und vielen weiteren Akteuren im Bereich Air and Space feiern können. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erfolgsgeschichte.